Die meisten Menschen haben schon einmal etwas von den Schlafhygieneregeln gehört. Schlafhygiene bedeutet Schlafgesundheit. Das heißt, diese Regeln geben ein paar Anhaltspunkte, was Sie befolgen können, um gut, erholsam und gesund schlafen zu können. Bitte nehmen Sie nicht alle Schlafhygieneregeln, die Sie im Internet finden, dogmatisch, weil die eine Regel passt gut zu Ihnen, die andere wiederum nicht. Ich möchte Ihnen in diesem Video einen kleinen Einblick geben, welche Schlafhygieneregeln tatsächlich sinnvoll sind und bei welchen Schlafhygieneregeln Sie für sich ganz individuell Ihren Umgang damit herausfinden sollten. Regel Nummer 1 ist: Gehen Sie immer zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie möglichst immer zur gleichen Zeit auf. Das ist etwas, was Sie tatsächlich befolgen sollten, weil unser Schlaf-Wach-Rhythmus von unserem Biorhythmus geprägt wird. Und wenn unser Biorhythmus gut synchronisiert ist, schüttet unser Körper immer wieder zur gleichen Zeit die gleichen Hormone aus, sodass wir morgens erwachen und leistungsfähig sind, eine kleine Mittagspause brauchen, nachmittags noch einmal richtig leistungsfähig sein können, um dann am Abend in die Entspannung und nachts in den erholsamen Schlaf zu kommen. Weiterhin sind wichtige Ankerpunkte für unseren Biorhythmus Mahlzeiten. Das bedeutet, nehmen Sie auch möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit Ihre Mahlzeiten ein. Ihr Bauch signalisiert Ihnen das dann meistens schon über ein Hungergefühl, über ein Magenkrummeln, dass jetzt mal wieder Zeit wäre, etwas zu essen. Regel Nummer 2 ist: Gehen Sie erst dann zu Bett, wenn Sie tatsächlich müde sind. Die Müdigkeit ist tatsächlich eine der Grundbedingungen, um überhaupt einzuschlafen. Unser Körper holt sich den Schlaf, den er braucht. Und wenn wir nicht müde sind, braucht der Körper nicht allzu viel Schlaf. Das bedeutet, achten Sie darauf, dass Sie sich tagsüber gut erschöpfen, ein Stück weit auspowern. Eben mit aktiven Phasen, bewegen Sie sich ausreichend, treiben Sie Sport, aber auch mit passiven Aktivitäten. Erholung ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir es tagsüber übertreiben, alles nur noch in Stress ausartet, können wir abends auch nicht runterfahren. Also hören Sie auf Ihren Körper und spüren Sie genau hinein, wenn Sie müde sind, und gehen Sie dann zu Bett. Eine weitere Regel besagt, dass Sie, wenn Sie länger als 30 Minuten im Bett wach liegen, wieder aufstehen sollten. Das ist eine der Regeln, die ich nicht unbedingt dogmatisch, also als festgenagelt sehen würde, weil es bei manchen Menschen besser ist, im Bett zu bleiben. Ich empfehle meinen Patienten immer, in dem Moment gut darauf zu achten, wie man sich fühlt. Sind Sie ruhig und entspannt im Bett, dann bleiben Sie ruhig liegen. Machen sich schöne Gedanken, vielleicht eine Achtsamkeitsübung, und dann kann der Körper aus dieser Entspannung heraus schneller wieder einschlafen, als wenn Sie aufgestanden wären. Wenn Sie im Bett jedoch angespannt sind, unruhig sind und so langsam anfängt, Ihre Haut zu jucken bzw. Ihnen alles weh zu tun, dann stehen Sie lieber auf. Machen Sie sich bitte kein Licht. Sie werden sehen, Sie können sich auch im Dunkeln in Ihrer Wohnung zurechtfinden. Und dann kann Ihr Körper außerhalb des Bettes sich wieder beruhigen. Die Müdigkeit kann wieder aufkommen. Und wenn Sie dann mit Müdigkeit zurück ins Bett gehen, können Sie schneller wieder einschlafen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Schlafhygiene ist die ausgewogene Ernährung. Und dabei kommt es nicht nur darauf an, dass Sie spätabends nicht zu schwer essen, sondern es kommt tatsächlich auf den gesamten Tagesverlauf an. Entsprechend des Biorhythmus werden unsere Hormone ausgeschüttet. Das bedeutet, wenn Sie Ihrem Magen und Ihrem Körper gleich morgens oder mittags unangemessene und zu schwere Mahlzeiten zur Verfügung stellen, dann bekommt er nicht ausreichend Energie, um durch den Tag zu gehen. Der Schlaf ist ein großer Fan von warmer Nahrung. Das bedeutet, ein gutes Frühstück ist beispielsweise ein Getreidebrei mit Früchten. Mittags brennt unser Verdauungsfeuer am heißesten. Das heißt, da können wir wirklich auch eine schwerere und größere Mahlzeit zu uns nehmen. Es sollten nicht immer Pommes mit Currywurst sein. Ab und zu darf aber auch so ein Seelenessen mit dabei sein. Mittags können wir auch Rohkost sehr, sehr gut verdauen. Das heißt, ein Salat ist wirklich eine gute Idee. Wichtig ist es aber auch, dass Sie Kohlenhydrate zu sich nehmen, besonders um die Mittagszeit, da wir ja für den Nachmittag nochmal richtig Energie brauchen.
Und am Abend ist es tatsächlich vom Vorteil, nicht mehr zu viele Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, da die Kohlenhydrate von einem Hormon angesprochen werden, was uns wach hält und sogar noch mehr Appetit hat. Das bedeutet, so gegen 18, 19 Uhr sollten Sie Ihr Abendessen einnehmen, am besten auch wieder eine warme Mahlzeit und dann eben ja eher noch Getränke zu sich nehmen und so langsam in den Schlaf finden. Die Aufnahme von Flüssigkeit ist auch ein wichtiger Punkt. Versuchen Sie bis ungefähr 16 Uhr 3/4 Ihres gesamten Flüssigkeitsbedarfs zu sich genommen zu haben. Gut ist lauwarmer Tee, Wasser, eher keine gesüßten Getränke, weil dann kann Ihr Körper bis zum Zu-Bett-Gehen noch die meiste Flüssigkeit verdauen, sodass Sie nachts nicht aufstehen müssen. Mit diesen Regeln können Sie es schaffen, einen ausgewogenen Tag zu gestalten, abends zur Ruhe zu kommen, um nachts dann gut schlafen zu können.